Willkommen beim Freiatmen, Dr. Neuburger. Die folgende Übung heißt die Holzhackerin. Sie hilft uns, gestaute Emotionen sofort zum Ausdruck zu bringen und unseren Körper emotional zu entlasten. Konflikte, die uns immer und überall begleiten im täglichen Leben, bauen Emotionen auf und diese können wir normalerweise nicht sofort zum Ausdruck bringen. Und dieser Stau der Emotionen hat in unserem Körper viele gesundheitliche Nachteile. Also mach mit. Hallo bei Freiatmen Dr. Neuburger. Ich zeige dir heute eine Atemübung zur emotionalen Entladung und die nennt sich der Holzhacker. Du stellst dich so wie ich breitbeinig auf den Boden, bisschen in die Knie gehen, sollst einen guten festen Stand haben und dann stellst du dir vor, du hast eine Axt in deiner Hand. Die brauchen wir natürlich zum Holzhacken. Du gibst beide Hände über den Kopf, hast die Axt fest in deiner Hand. Wir atmen ein und beim Ausatmen gibst du ein lautes Ha von dir. Das kann ruhig laut sein, ganz, ganz laut, kraftvoll. Ha! Und dann schwingen wir noch ein bisschen nach. Und wieder einatmen, Axt hoch. Ha! Und dabei reißt du auch die Augen auf und den Mund, damit der Ausdruck im Gesicht auch mitgeht. Ha! Feste Schläge. Wir entladen uns hier. Da wird dir bestimmt warm bei der ganzen Arbeit. Das ist gut so, denn da strömt die Energie, die Lebenskraft. Und wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und noch ein Schlag. Ausschwingen kannst du gerne länger machen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst das. Und dann langsam, ganz langsam nach oben. Und jetzt spüren wir nach. Das ist ganz wichtig nach solchen Übungen. Am besten du schließt deine Augen. Gehst in dich, vergiss das Atmen nicht, einatmen, ausatmen, einatmen, tief ausatmen und spürst in dich hinein, in die einzelnen Körperteile. Wo nimmst du etwas wahr? Wo spürst du Kribbeln, Spannung, Wärme, kann jegliche Sensation in deinem Körper sein und da atmest du dann gezielt hinein. Einatmen und wie ein warmer Wind in die Körperstellen, wo du das spürst, wo du etwas spürst. Nimm wahr, wie du dich fühlst. Wie geht es dir jetzt im Vergleich zu vor der Übung? Was hat sich getan? Ganz bewusst werden, was du wahrnehmen kannst. Ich fühle mich auf jeden Fall belebt und eigentlich ganz gut drauf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Holzhacken. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst.
Bitte like das Video, abonniere meinen Kanal und um kein Video mehr zu verpassen, aktiviere die Glocke.